Corona ist auch nichts anderes als eine Art Spermium. Eine nicht ganz fertige Zelle, die nicht richtige eigene DNA hat und darum eine Wirtszelle braucht, um drin eindringen und die genetischen Informationen viral zu verteilen. Das ist ein bisschen wie bei der Eifise oder bei Attila Hildmann. Die wichtigen Informationen hocken in der Zelle. Das Virus ist ja im Grunde genommen nur ein genetischer Code, eigentlich die Software, und eure Körper sind die Hardware, wobei ich jetzt beim Victor nicht so weiss, ob noch irgendetwas Hardware. Du hast ja auch gesagt, du kannst auch nicht ganz hart unterscheiden zwischen weiblich und männlich und Neutrum bei diesem Virus. Du hast es auch öfters den Virus genannt. Der Virus ist eher für Digital Natives, wo ich dich jetzt nicht dazu zähle. Das einzige Mal, was du wahrscheinlich so gemacht hast, ist, als der Muttermund ein bisschen eng war bei der Geburt und du mit den Ohren bist geblieben hängen, oder? Das macht dich aber noch nicht zum Digital Native. Nein, das Virus ist natürlich weder männlich noch weiblich, sondern neutrum. Das entspricht total in dem ganzen LGBTIQ, also für dich, Victor, LGBTIQ, wobei IQ kann man bei dir ja weglassen. LGBT, das wäre L wie Lesbien, also wenn man auf die Lindauer steht, oder G, wie wenn man als Mann auf eine Deville scharf wäre, wobei ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt da allen Schwulen Unrecht tue. LGB, B wie Büsser, das ist eine eigene sexuelle Ausrichtung, die nur deinen Hund wirklich kennt. Und T, trans, oder? Alle, die im falschen Körper geboren sind, wie der Victor, der hat auch lieber den schönen, knackig, sportlichen Körper von Beat Breu. Also das Virus ist genderfluid und non-binär. Das ist eigentlich gar kein Virus, sondern das ist ein Gender-Sternli. Dominik, zu dir kann ich gar nicht viel sagen. Du bist ja mal in Luzern daheim gsi. Dort musste man Katzen fressen. Das ist auch kein grosser Unterschied zu diesen Fledermäusen. Gut, wenn man Katzen frisst, kommt man nicht Corona über, sondern einfach Katzenbandwurm, Haarausfall und eine komische, krächzende, miauende Stimme. Sind wir ehrlich, Corona, Dominik, ist dein kleinstes Problem. Jetzt kannst du bald deine Sendung beerdigen wie der Pingu. Zitter ist ja inzwischen mehr als in Victor seine arthritischen Hände. Seit sich das SRF sparen. Aufs Wappen geschrieben hat. So, Rebecca. Du bist ja zumindest frisurtechnisch der personifizierte Lockdown. Das gefällt dem Virus natürlich. Ich meine, du bist eine Art Magdalena Martullo für Arme, und Tamara Funicello für politisch Minderbemittelte. Einfach mit so einem huren wüsten Zürcher Dialekt, oder? Was den durchschnittlichen Berner und Baslerinnen die Segalohren eben gerade wieder hindern lässt. Die tun sich eben Rebecca, oder? Und du sagst immer Rebecca ohne C, dann wollen wir dann noch schauen. Du nicht die Erste bist, die C positiv wird. Dafür sagst du Rebecca mit 2 K. Rebecca mit 2 K, du bist ein wandelnder Superspreader-Event. Das Virus möchte nicht in mich, sondern in dich eindringen. Und schon gar nicht in deine drei Knochen da, die sich ja heimlich wünschen, von dir persönlich infiziert zu werden. Scheißegal mit was. Nein, der Virus. Am besten mit gutem Wortspiel. Passenden Pointe. Nein, das Virus ist gar nicht interessiert an so grenzanorektischen, asthmatischen Hochrisikogruppis. Wie am Büssi und am Victor. Wenn das Virus jemand möchte, dann die Rebecca. Die ist robust. Da drin kann man sich vermehren, das macht Spass. Da musst du nicht allbot neues Trägermaterial suchen, oder?
Ja, dort drinnen kannst du dich austoben als Virus, oder? Ohne dass es den Wirtskörper gerade putzt. Oder? Im Gegensatz zum Büssi streckst du einem die Lungenflügel quasi entgegen. Du hast gesagt, beim Büssi macht man einen Schieber. Was natürlich nicht wahr ist, weil der Büssi, der hat kein Herz. Der hat kein Kreuz. Rückgrat hat er schon gar nicht. Und bei den Schellen und den Eicheln möchte ich gar nicht schauen. Büsser tönt ja sowieso hure katholisch, oder? Wie wenn deine Vorerkrankung eigentlich die Strafe wäre, oder? Für die Erbsünde von deiner Mutter, dass sie dich auf die Welt gestellt hat. Ja. Büsser, oder? Wie die CVP, wo er ein C verloren hat. Gut, die braucht das C nicht mehr. Die muss nicht mehr christlich sein, weil der Zweck heiligt die Mitte. Ja, und jetzt ist ja die Schweizer Garden auch in der Quarantäne. Jetzt könntest du gerade übernehmen, zusammen mit den anderen zwei Hampelmannen. Im Vatikan steht man ja auf, was hast du gesagt, Rebecca? Auf Buben mit dem BMI von einem 8-Jährigen. Ja. Und du hast gesagt, wir können nur noch beten. Fahr doch gerade an mit dem Betten. Du betest ja jetzt schon jeden Tag unser tägliches Lob, gib uns heute. Vergib uns unseren Kult, wie auch wir uns hingeben, unseren Huldigern, dem SRF-Publikum. Und führe uns nicht in Verseuchung, sondern ernähre uns von den Erlösen. Dramen. Du kannst dich gerade mit dem Desinfektionsmittel bekreuzigen. Und ehrlich gesagt, Büssi, du musst sowieso keine Angst haben, dass du das Coronavirus bekommst. Es gibt niemanden, der besser und hermetischer geschützt ist als du. Du hast ja nicht einmal die spitzen Blattern bekommen. Das Einzige, was bei dir je spitz war, ist dein Hund. Mit anderen Worten, das Coronavirus hat mehr positive als negative Eigenschaften auf die Welt gebracht. Das Coronavirus ist für den Menschen das, was der Mensch für die Erde ist. Die Corona der Schöpfung. Zuerst macht es den Wirtskörper kaputt und dann geht es selber. Fertig. Patti Basler!